Hallo, mein Lieben, Steffi hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video sprechen wir mal darüber, dass du mehr Bestätigung brauchst als andere. Wenn das der Fall ist, dann bleibt bitte bis zum Ende dran. Für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, wie immer, hallo, mein Name ist Steffi Kessler. Ich bin ehemalige Bindungsängstlerin und heute Beziehungscoach und Expertin auf dem Gebiet der Bindungsangst. Und dabei helfe ich erfolgsorientierten Machern dabei, weniger Stress und mehr Liebe mit ihrem bindungsängstlichen Partner zu kreieren. Falls du es noch nicht getan hast, bitte, bitte, bitte abonniere diesen Kanal. Das hilft mir natürlich dabei, gefunden zu werden. Darüber hinaus erfährst du auf diesem Kanal alles, was du wissen musst darüber, wie die Beziehung mit deinem bindungsängstlichen Herzensmensch klappt. An dieser Stelle wage ich mal, ein Urteil über dich zu fällen, ein Urteil darüber, dass du sehr wahrscheinlich mehr Bestätigung brauchst als andere. Wie komme ich darauf? Nun ja, ich arbeite ja im Coaching mit vielen, vielen, vielen von euch zusammen. Falls wir noch nicht gesprochen haben und du die Beziehung zu deinem bindungsängstlichen Partner verbessern oder sogar retten möchtest, dann findest du unten in der Infobox den Link zu meiner Webseite und kannst dich dafür ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir bewerben. Und in dem Gespräch finden wir raus, wo du gerade stehst und wo du hin willst und wie ich dir dabei helfen kann. Weil ich eben mit so vielen von euch spreche und auch arbeite, gibt es natürlich Erkenntnisse, die haben andere nicht, weil die eben nicht so nah dran sind, weil die nur Online-Kurse verkaufen. So oder so kann ich euch sagen, dass ein wichtiger Aha-Moment bei mir im Coaching in der letzten Woche eben der war, dass ihr als Partner von Bindungsängstlern wahrscheinlich mehr Bestätigung von eurem Partner braucht als andere. Und das kann sich jetzt auf die Beziehung beziehen. Das kann aber auch auf dem Arbeitsplatz der Fall sein. Das kann generell bei Freunden auch der Fall sein. Also grundprinzipiell vermute ich, dass du jemand bist, der ja, der es einfach braucht, bestätigt zu werden. Der es einfach braucht, wenn der andere sagt, das hast du gut gemacht. Der es einfach braucht, ein gutes Gefühl zu bekommen für sich selber, für sein eigenes Wohlgefühl, für seine eigene Sicherheit. Und vermutlich, wenn du so tickst wie der Großteil meiner Kunden, dann geht es dir eben nicht so gut, wenn diese Bestätigung irgendwo ausbleibt. Und gerade unser Herzensmensch, unser bindungsängstlicher Herzensmensch, der kann einen riesigen Teil dazu beitragen, dass wir uns gut und sicher fühlen, dass wir uns bestätigt fühlen, dass wir das Gefühl haben, ein toller Mensch zu sein und liebenswert zu sein und liebevoll zu sein und all diese tollen, tollen Eigenschaften und Attribute eben innezuhalten. Und wenn das allerdings ausbleibt, weil unser bindungsängstlicher Herzensmensch uns nicht die Bestätigung gibt, die wir uns wünschen und nicht den Zuspruch gibt, den wir eigentlich brauchen und nicht verfügbar ist, so wie es sich für uns angenehm anfühlen würde, dann fallen wir eben zurück auf all diese halb aufgefüllten Gläser, die wir da mit uns rumtragen und von denen wir uns eigentlich wirklich sehnlichst wünschen würden, dass die mal voll werden. Und in die Fülle, das glauben wir dann oft, kommen wir vermeintlich, wenn der andere nur was reingibt. Oder wenn die Kollegen uns loben, oder wenn uns alle anderen mögen, und wenn wir es allen recht machen und noch alle Zusatzaufgaben annehmen, die wir irgendwo angeboten bekommen. Und wenn du jetzt aber nicht mehr Anfang Mitte 20 bist, sondern so wie der Großteil meiner Kunden über 35, Richtung 50, bis noch in die 70 rein, dann wirst du wahrscheinlich schon entdeckt haben, dass das eine gefährliche Dynamik ist. Eben weil es nicht möglich ist, für die Menschen da draußen diese Gläser wirklich nachhaltig zu füllen. Natürlich geht es dir in dem Moment gut, wo dich dein bindungsängstlicher Herzensmensch bestätigt. Natürlich geht es uns gut. Mir geht es ganz genauso, wenn es mal einen Daumen nach oben gibt und den Lob bekommen für das, was wir eben tun, vor allem, wenn wir es vom Herzen tun. Aber wie du wahrscheinlich schon entdeckt und erkannt hast, ist das eben nie von Dauer. Und umso leerer unsere eigenen Gläser, umso mehr brauchen wir vermeintlich von außen, aber das ist genau der Fehler, das ist genau der Moment oder das Muster, was uns eben immer wieder zum Stolpern bringt und was auch immer wieder dazu führt, dass sich die Beziehung mit unserem bindungsängstlichen Herzensmensch so dysfunktional anfühlt. Das ist eben der Moment, wo wir die Bestätigung nicht kriegen. Und
Das ist gut, das würde mich kriegen. Ich bin großer Freund davon, sich wirklich die Themen anzugucken, die da auf dem Tisch liegen in dieser Beziehung mit diesem Herzensmenschen. Und wenn ich Beziehung sage, dann meine ich nicht romantische Liebesbeziehung definiert, sondern auch einfach die Verbindung. Kann sein, dass du jemanden datest, der diese Attribute des Bindungsängstlers mitbringt. Aber genau das, was der sozusagen hochholt in dir, all die Unsicherheit und die Selbstzweifel und auch diesen Drang und diesen Wunsch nach Bestätigung, all das kannst du dir eben nur angucken, wenn du in Verbindung bist. Da kommst du nicht drauf, wenn du deinen Alltag lebst. Da kommst du nicht drauf, wenn alles gut läuft. Und weil ich aber so großer Freund von Entwicklung bin und von Persönlichkeitsveränderung und von Wachstum und von Chancen und davon, dass das Leben eben für uns ist, kann ich dir versichern und sagen, dass dein bindungsängstlicher Herzensmenschen da eine große Rolle dazu beiträgt, dass du eben die Chance hast, daran zu arbeiten, an dieser, ja, an diesem Wunsch nach Bestätigung zu arbeiten. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Denn was ich dir aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, solange wir da irgendwo halbleere Gläser haben in uns, solange werden wir darauf hingewiesen, dass die eben halb leer sind. Und das macht das Leben natürlich, in dem Situationen kreiert, die sich nicht gut für uns anfühlen, wo wir genau spüren, wie leer und wie mangelig es hier drinne ist, weil wir eben von Eltern erzogen wurden, die noch viel weniger hatten. Und die wiederum von Eltern, die noch viel weniger hatten. Und wenn wir das mal anerkennen und annehmen und dann als Aufgabe betrachten, zu wachsen für uns, für die Generationen, die nach uns kommen, die Generationen, die vor uns gekommen sind, aber natürlich auch für das gute Leben, was wir uns jetzt wünschen und die glückliche Beziehung, die wir uns so sehr wünschen, dann fängt es an, echt Spaß zu machen. Also das werden euch alle Teilnehmer in meinem Coaching auch bestätigen können. Es ist nicht einfach, natürlich ist es nicht einfach. Aber der Moment, in dem sich so ein Negativgefühl in uns wirklich, wirklich, wirklich verändert, also in der wirklich klar ist, jetzt legt sich hier der Schalter um. Alles, was es dafür braucht, dass sich der Schalter umlegt, das bekommst du natürlich bei uns im Coaching. Und dafür haben wir natürlich genug Zeit. Also das ist ein wichtiger Aspekt, ein wichtiges Element, dass wir eben fundamental an uns arbeiten, an unserer persönlichen Entwicklung. Das machen wir auf drei Ebenen. Einmal auf der Gedankenebene, also alte Glaubenssätze, bin ich gut genug? Die anderen mögen mich nicht, wenn ich Nein sage und so weiter. Und dann die entsprechenden Gefühle dazu, ne? Dieses mangelige Gefühl, was wir eben kriegen, wenn der andere da nicht was reingibt und uns irgendwie bestätigt. Und aber auch das Verhalten. Du wirst wahrscheinlich, um an dieses mangelige Gefühl nicht zu kommen, permanent Dinge tun, die das versuchen zu kompensieren. Sowohl in deiner Beziehung als auch in deinem Leben, auf der Arbeit, überall. Und das sind alles Bereiche, die wir im Coaching bearbeiten, weil das alles Bereiche sind, die sich direkt auf deine Beziehung zu deinem bindungsängstlichen Herzensmenschen auswirken. Auf alle anderen Beziehungen auch, aber hey, wir sind ja hier im Beziehungscoaching, von daher konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Ein Grund mehr, dahin zu gucken, sich das einzugestehen, wenn du dich hier wiedererkennst und wenn du sagst, wow, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und das ist auf jeden Fall auch eine Dynamik, von der ich schon weiß, die tut mir nicht gut, der andere kann meine Bedürfnisse nicht erfüllen, der weiß im Zweifel gar nicht, was ich eigentlich brauche. Und trotzdem habe ich die Erwartung, dass er das macht, eben damit ich mich nicht so schlecht fühle. Dann bist du wirklich, wirklich von ganzem Herzen eingeladen, mal unten in die Infobox zu gucken und dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir zu bewerben. Jeder weitere Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute. Für mich seid ihr die Allertollsten. Ihr macht das ganz großartig. Ihr arbeitet auf jeden Fall an euch. Wer von euch da draußen schon das fünfte Video angeguckt hat oder das sechste oder das zehnte, der ist jetzt herzlich eingeladen, sich mal zu bewerben und wirklich mal Nägel mit Köpfen auch zu machen, um fundamental Dinge zu verändern. Meine Lieben, macht's gut. Bis dann. Tschüss.